Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update und zur geilsten Information, seit es Season 6 gibt. Ich schalte mal ganz kurz um. Es gibt einen aktuellen Patch, der heute ganz spontan ohne Vorankündigung rausgehauen wurde von Respawn. Auf der PlayStation sind wir bei knapp 4 GB, auf den anderen Plattformen weiß ich es leider nicht. Was tut sich? Das Evo Shield wurde wieder gepatcht und es wurde sogar positiver gepatcht, als wir es von allen anderen Seasons überhaupt kannten. Ich komme einfach mal zum Punkt. Wir fangen in Season 6 wieder mit einem Evo Shield an, wie wir es jetzt in Season 6 auch gewohnt sind. Wir müssen erstmal wieder 50 Schadenspunkte austeilen, bevor wir Stufe 1 erreichen. Die Schadenswerte für jede weitere Stufe hat sich übrigens nicht verändert. Stufe 1 hat jetzt wieder 2 Striche. 50 Lebenspunkte statt 25. Stufe 2, und das ist die enorm positive Veränderung zum Evo Shield. Wir wechseln nicht von Stufe, Alter. Von Stufe Weiß auf Stufe Blau und es bleiben bei 50 HP, sondern wir haben dann auf Stufe Blau 3 Striche, sprich 75 Lebenspunkte, nicht 50, wie wir es eben gewohnt sind. Stufe 3, Stufe Lila, hat wieder 100 Lebenspunkte und die rote Stufe wieder 125. Ist das nicht eine absolut geile Änderung? Und für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn mit dem goldenen Körperschild? Ja, es hat auch wieder 100 Lebenspunkte, absolut geil. Also, es lohnt sich jetzt auch mal wieder, ein volles, gepimptes Evo-Schild gegen ein Goldenes zu tauschen, absolut geil. Ich denke, ich kann mir sparen zu fragen, was ihr von den Änderungen haltet. Ich bin mir sicher, dass das zu 99% positiv aufgefasst wird. Was mich aber viel mehr interessiert, denkt ihr, dass dieser Patch Season 6 jetzt wieder in ein besseres Licht rückt und es jetzt wieder nach vorne geht? Oder denkt ihr, es muss noch mehr passieren, als nur die Evo-Schilder zu patchen? Ich denke, es ist auf jeden Fall der richtige Weg. In die richtige Richtung. Ich bin mal gespannt. Morgen früh, zu früher Stunde, 9 Uhr am Freitag, werde ich wieder streamen, 2,5 Stunden lang bis 12 Uhr circa oder bis 11.30 Uhr. Ich bin gespannt, ob es sich positiv auswirkt. Die letzten Runden waren wirklich sehr, sehr anstrengend. Die meisten von euch haben das sicherlich ein Stück weit verfolgt. Wie gesagt, lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr von den Änderungen haltet. Wünscht ihr euch noch mehr? Das war es soweit von mir. Knapp 400 Abonnenten fehlen übrigens noch zur 10.000. Wollt ihr mich dabei unterstützen, habt noch nicht abonniert, abonniert den Kanal, lasst dem Video einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Das war es soweit von mir. Ich wünsche euch einen richtig fetten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.